bis jetzt schon so circa 50 Big Tasties insgesamt gegessen. Und immer waren sie warm und lecker. Und heute habe ich den ersten Big Tasty gehabt. Der Käse war schon außen an der Verpackung festgeschmolzen. Das heißt, das Teil liegt da hinten schon 20 Minuten. Und der Big Tasty hat nichts mehr mit einem Big Tasty zu tun gehabt. Bis auf das Aussehen. Der Gerät wird nie müde. Der Gerät schläft nie ein. Der Gerät ist immer vor dem Chef im Geschäft. Und schneidet. Was hoffen Sie sich von dieser Saison für Schalke? Was erhoffen Sie sich in dieser Saison von Schalke? Super. Echt super. Wo glauben Sie, landen Sie denn? Auf welchem Platz? Oh. Ja. Ist alle. Okay, danke schön. Was? Fahr weiter! Ah! 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 Und so. Wie? Paar Chicks und so. Paar Chicks? Ja, Mann. Paar Chicks klären hier in Hamburg oder was? Na klar, du weißt Bescheid. Hast schon was geklärt heute, oder? Ja, eine. Eine? Ja, Mann. Und dann heute Abend Pfeife oder was? Bro, mal gucken, ne? Mal gucken, ne? Bisschen Fortnite, die Stars. Fortnite. Mein erster Eindruck, als ich sie das erste Mal gesehen habe, hochnäsige Zicker. Halt, stopp! Jetzt hallo, reicht es! Hallo, nein, nein, jetzt red ich! Bei uns ist hygienisch sauber, es wird jeden Tag gesaugt, es wird am Ende Woche gewischt und mehr Hygiene kann man in einem Haushalt nicht haben. So, nun kommen wir mal zum Thema Essen. Ich habe kein Obst gefunden, ich habe kein Gemüse gefunden. Sag mal, was habt ihr für eine Verantwortung? Stopp! Sonst kriegt ihr gleich einen auf den Schnauzer! Ich bin sauer, weil es um unseren Einkauf geht, weil wir angeblich von ihr, man sieht hier, was er angesprochen hat, kein Obst, nichts im Haus haben, obwohl man sieht, es ist Obst im Haus. Bleibt alles so, wie es hier ist. Und es wird dir hier nichts dran rütteln. Egal, ob du hier bist und nicht. Weißt was, das Bad wird morgen nicht so gemacht. Das Bad mache ich so, wie ich will. Ob es dir nun passt oder nicht. Die Wohnung bleibt so, wie sie ist. Bleib doch mal ruhig. Nein, das heißt eine Schnauze. Du Oberzicker. Nee. Christine macht sich jedes Mal große Sorgen, wenn Felix einfach verschwindet. Als er wieder nach Hause kommt, will sie die Situation mit ihm klären. Ein großer Fehler, wie sich zeigen wird. Felix, wo warst du denn jetzt? Draußen. Wo? Draußen. Ja, Felix, draußen ist groß. Ja, draußen ist groß, weiß ich nicht. Du bist dein Kumpel? Da wollte ich mit, weil du so dumm bist. Ach, Felix, überleg mal langsam, was du tust. Nerv mich! Schrei nicht so. Fresse! Scheiße, ich so schreien. Piss dich, Alter! Pissen! Mann, Alter, piss dich auf meinen Bruder! Das Einzige, was mich in dieser Geschichte so ein bisschen gewundert, das ist, warum hier nur... Carsten! Was ist denn mit Carsten los? Das sieht gar nicht gut aus. Was war das? Oha, verdammt. Und gleich in Wildes Wohnzimmer. Oh, hallo. Können Sie mir erklären, was ein Schaltjahr ist? Ja, sicher, klar. Was denn? Ein Tag mehr im Februar. Genau. Tag, ja. Schön, wie Sie das wissen. Ja, nun. Und warum aber ist das so? Ja, warum ist das so? Alle 4 Jahre, warum? Ja. Das weiß ich jetzt nicht ganz genau. Hallo. Hallo, na? Na, was machen Sachen? Wir reden gerade über das Schaltjahr. Jahre? Weiß nicht. Nee. Ich weiß nicht. In Rudolstadt wurde ein Autofahrer mit einem Atemalkoholwert von 5,5 Promille aus dem Verkehr gezogen. Der 35-Jährige war durch seine Fahrweise aufgefallen. Der Polizei erklärte er, seine Frau sei gestürzt und er habe sie ins Krankenhaus fahren wollen. Der Mann musste sofort seinen Führerschein abgeben. 2 Stunden später ging das Auto der Polizei dann erneut ins Netz. Diesmal saß die Frau mit über 2 Promille am Steuer. Auch sie verlor umgehend ihren Führerschein. Entschuldigung. Waldfest auf der Hohen Asch. Das Forstamt Kaltennordheim war damit in der Rhön für eine moderne Forstwirtschaft, Entschuldigung, die dem Naturschutz nicht widerspricht. Neben Ausstellungen zum Thema Wald wurde dem Besuch ein umfangreiches Kulturprogramm angeboten. Allein in der Rhön werden pro Jahr 84.000 Festmeter Holz geschlagen und 100.000 Festmeter wachsen jedes Jahr wieder nach. Entschuldigung, das sollte nicht so sein. Na, da haben wir doch wieder was für den Jahresrückblick. Fucking on a bad bitch and her name Britney. Counting on my racks, yeah, the honey's in her 50s. Said you wanna fight, so I hit him in his lipsy. Son of
boy, I got what he feeling kinda thirsty. Stripping on his yellow, and he really